Ich habe mir das ausgedruckt, weil ich es mir nicht merken konnte, musste ich gestehen. Die Weizenfarmen kommen hierhin. Hier kommt eine Weizenfarm hin, wenn ich das richtig sehe. So, und dann kommt hier eine Pasta-Produktion direkt dran. Und zwar so. Das heißt, wir haben hier zu wenig, zu viel von dieser Dingens. Und dann kommt die hier dran. So, hier diese, hier kommt dann, ich muss N drücken. Hier kommt noch so ein Weizenfeld hin. Und wo kommt das nächste, die nächste Weizenfarm hin? Weizenfarm 1. Weizenfarm 1. Ach, Weizenfarm 2 kommt hier gegenüber. Dieser Auftrag wäre echt wichtig für die Kooperative. Ach so, ja, kriegt sie. Aber wir haben uns hier schon verbaut. Was heißt verbaut? Wir haben nicht genug Platz. Wir brauchen mehr Platz. Wir fangen mal oben einfach an, habe ich jetzt beschlossen. Wir fangen mal hier oben an. So, wir hätten das hier. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Irgendwas, was ich nicht drücken wollte. So, das hier kommt wieder weg. So, und wir ziehen Green Alleys. Wie gesagt, zack, zack. Dann kommen hier Weizenfarmen hin. Und zwar einmal so. Die andere kommt hier gegenüber. Registriere Energieknappheit. Ja. Hier kommt eine Pastaproduktion hin. Und die kommt auch drehen, hier hin. So, hier kommt dann noch so ein Stück Straße hin. Hier kommt dann noch so eins hin. So, Gemüsefelder kommen hier selbstverständlich auch noch hin. Und zwar hier die Weizenfelder können wir ja erstmal setzen. Und zwar werden die strack hier oben gebaut. Ich meine nämlich so. Zack, zack. Ne, so eben nicht. Ne, dann reißen wir das nochmal ab hier. Zack, zack, zack. Dann machen wir es hochkant. Ich meine aber, das passt dann. Oder habe ich hier einfach zu weit? Weil das hier wird schon wieder passen. Das passt auch. So, und hier die Weizenfarm machen wir dann dasselbe. Aber wir drehen die so, dass die gleich alle in eine Richtung Weizenfarmen. So rum. Zack, zack, zack. Hier geht auch noch. Wir schauen einfach mal, wie das funktioniert gleich. So, und hier kommen dann Weizenfarmen hin. So, hier, hier, hier und hier. Genau, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Das hier sieht doch schon mal gut aus. So, und jetzt kommen hier zwischen die Gemüsefarmen. Und zwar die Gemüsefarmen kommen hier auf die Ecke. Und hier auf die Ecke. Und das war's, glaube ich, schon. Ja. Das war's schon. Dafür müssen wir aber hier noch upgraden, weil sonst werden die Sachen nicht abgeholt. So, und die Gemüsefarmen bekommen dann hier ein Feld. Die bekommen hier ein Feld. Hier so. So und so. Wartet mal, das hier müssen wir nochmal abreißen. Die doch nicht. So, oder können wir die Gemüsefarmen so hier hinbauen? Geht natürlich auch, dann haben wir da direkt Straße dran. So, dann kommt hier noch so eins. Ne, das kommt hier oben so hin. Und das würde ich jetzt mal behaupten, kommt hier so hin. Ja, das sieht doch gut aus. Dann können wir hier nämlich genauso bauen. Zack, zack. Wie gesagt, ich bin noch ziemlich neu in dieser Produktionskette. Aber das hier sieht doch schon mal nach dem aus, was es werden soll. Gut, und wir brauchen selbstverständlich eine... Was? Teigwarenfabrik brauchen wir. Aber dafür brauchen wir erstmal Werkzeug. Aber wir haben ja noch genug Werkzeug. So, würde ich sagen, machen wir hier direkt die Flussbauplätze voll. Einmal so, einmal so. Ziehen hier erstmal Green Alleys hin. Zack, zack. So, und hier dürfte alles abgeholt werden. Und wir brauchen erstmal noch Strom. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja. Ach, jetzt haben wir wieder nicht genug Glas. Aber nicht schlimm. Ah doch, hier haben wir noch Glas. Oh. So, jetzt müsste ich wieder da sein. Ich hasse das. Manchmal hier unten hat man dann einfach eine...
nicht sichtbares Sky-Pop-up und da kann es dann passieren, dass man da draufklickt und dann hat man den Salat. Und wir wollten Offshore-Windräder bauen. 2 Stück können wir noch. Wunderbar. Ökobilanz ist minus 26. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal hier sowas. Können wir hier irgendwo... Wetterkontrollstationen. Ökobilanz. Werte steigen. Ökobilanz. Werte steigen. Wunderbar. Das sehe ich doch super gerne. Dann sollten die ja auch bald produktiver sein. Und habt ihr schon... Registriere steigende Fruchtbarkeit. Ja. Aber ihr seid ja auch hoffentlich schön Weizen am Farmen. Oh, nee. Da müssen wir aber gerade nochmal hier alle Weizenfarmen ausmachen. Huch. Ich wollte Plus drücken. So, alle Weizenfarmen aus. Und alle Weizenfarmen an. Gut. Uff, wieso fehlt hier denn ein... Ja, der hat eins zu viel. Dann kriegt er das hier mal wieder weg. Und dir kriegt hier die nächste Farm. Dann passt das auch wieder von der Produktivität. So, und alles schön synchron, so wie es sein soll. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal hier noch nach Glas. 16 Tonnen, Holz haben wir 40 Tonnen. Und wir haben zu wenig Strom, sehe ich gerade. Ja, bauen wir doch noch so hier sowas hin. Ja, wir haben ja kein Werkzeug mehr. Was haben wir denn hier unten an Werkzeug? 133 Tonnen. Ja gut, das ist ja schon mal wieder was. Der gute Herr kauft wieder Fisch von mir. Alles gut, alles gut. Hier die Basaltproduktion haben wir eingestellt. Hier die Biokost wird wieder weniger. Das heißt, wir werden jetzt hier die Biokost auch mal wieder anschmeißen. Biokostfabrik, gib ihm. Gemüsefarm, gib ihm. Und dann natürlich noch alle Reisfarmen. Und dann sollte das Ganze wieder besser aussehen hier. So, wir gucken jetzt erstmal, wie wir nachher hier mit diesen... Na, wollt ihr mal vielleicht ein bisschen Getreide machen? Wäre schön. Weil so lange kann man das eine hier immer noch stilllegen, weil die sind teuer. Mal schauen, was das hier gibt. Weil die haben alle 100% oder sogar mehr Auslastung. Also was heißt Auslastung? Effektivität. Und ja. Mal schauen, wann wir unsere ersten Pasta-Gerichte haben. Und ob wir das wirklich so ausweiten können, dass wir hier noch ordentlich Pasta-Gerichte verticken können. Weil die sind dann nochmal fast... Also mehr als das doppelte Wert als Kommunikatoren. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, fast das Dreifache. Obwohl das ja auch in gewisser Weise stimmt. Habt ihr schon was zu tun jetzt? Ne, ihr habt immer noch kein Getreide. Wird das denn nicht abgeholt? Komm, hier, hol mal sofort ab. Transporteinheit kommt. Bitte, bitte. Dann kann hier nämlich mal die Pasta-Gerichtproduktion anfangen. So, ich hoffe, der hier ist jetzt am Schaffen. Auf jeden Fall haben wir jetzt... Warum haben wir denn immer noch keinen Hartweizen? Achso, der hat jetzt hier Hartweizen geliefert bekommen. Und verarbeitet das Ganze natürlich sofort. Ich weiß gar nicht, wie machen die das? Die schütten hier irgendwas rein. Komisch. Wird schon seine Richtigkeit alles haben. So, und sobald wir dann auch mal irgendwann hier genug Weizen haben... Ich weiß gar nicht, wie schnell die das verarbeitet. Ja, geht noch. Wenn wir dann mal genug Weizen haben, kommen dann auch hier diese Fabriken in Gange. Weil Gemüse haben wir jetzt schon hier mass, ne? Obwohl es geht. Die sind noch hier die Lager am Vollkloppen. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, wunderbar. Was ist hiermit? Ah, neue Inseln? Oder was war hier? Nachrichtenfilter, Energieknappheit. Oh, irgendjemand wollte doch noch irgendwas Auftragsmäßiges. Finden Sie auf... sollen wir die abbrechen? Hab ich... Ja, komm. Ja, dann. Ja, tut mir leid. Aber... Ja, die ist ja auch noch sehr begnügsam mit Tee und... ja, expandieren denkt die nicht mal dran. So, was ist hiermit? Oh, ihr habt zu viel Gemüse, wie es aussieht. Und wie sieht es mit der Biokost hier aus? Ja, ist wieder am Aufbauen. Wunderbar. Ihr dürftet auch noch alles haben, soweit. Fisch, 281 Tonnen. 26 Tonnen Biokost. Wie sieht es mit Kommunikatoren aus?
174 Tonnen, ja, das wird auch wieder mehr, langsam aber sicher. Getränke, wie viel haben wir denn hiervon inzwischen? 116 Tonnen Tee, 86 Tonnen, wunderbar. So, was habe ich doch gern. So, wie sieht es denn hier jetzt mit der Glasproduktion aus? 59%, 19%. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine zweite. So. Und dann kann man hier auch noch ein bisschen für Energie sorgen. Oder auch nicht. Aber hier so eins wird doch passen. So, dann arbeiten die auch mal wieder ein bisschen effizienter hier. Kann ja nicht sein, dass die hier so rumdümpeln. So, und ich hoffe, hier oben tut sich jetzt mal so langsam was. Der hat 3 Tonnen, der hat auch 4 Tonnen. Und wie viel haben wir auf Lager? Nix. Haben wir denn schon hier so ein bisschen Pasta-Gerichte? Nö, keine. Nullo, 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 nullo. Gut. Müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Biodrinks sehen ja schon mal gut aus. Die werden auch fleißig mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Gute hier die auch kauft. Ich glaube, die kaufen inzwischen alles. Müssen wir schauen. Wir haben auch schon wieder 314.000 Credits. Finde ich jetzt nicht schlecht. Vielleicht noch nicht großartig, aber das wird schon noch. Ja, natürlich wird das noch. Und wie das noch wird. So, hier ein paar Bewohner fehlen mir noch. Es könnten ein paar mehr sein. Aber dafür müsste ich jetzt die Steuern runterschrauben und wipp, wipp, wipp. Haben wir irgendwas, was wir vielleicht noch verkaufen könnten? Weil wir haben ja schon jede Menge hier. Tee ist wieder, Bauzellen haben wir wieder jede Menge. Die könnten wir mal wieder in Handel aufnehmen. Verkaufen, Bauzellen. Was können wir denn noch verkaufen, was wir jede Menge haben? Ja, ein Reis und so hat ja keiner Interesse. Hier, die könnten wir verkaufen, aber nicht... Sagen wir mal bis 100 Tonnen so, ja, passt. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Noch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, Kupfer brauchen wir so. Boah, Kupfer haben wir ja jede Menge. Mikrochips haben wir auch jede Menge. Ich weiß nicht, sollen wir Kommunikatoren verkaufen? Könnten wir ja auch machen. Das deckt sich ja noch im Moment. Dann passt das auch. Wie sieht es denn mit Fisch aus? Handel. Fisch verkaufen wir auch schon. Tja. Wir verkaufen hier schon jede Menge. Hier, die kaufen auch Fisch, Biokost und Tee und alles. Also das ist schon mal nicht schlecht. Handelspreise anzeigen. Wir können das ja alles dick günstiger machen. So, alles was günstiger. Zumindest ein paar Einheiten günstiger. Dann kaufen die auch mehr bei uns. Oh, Biodrinks, das... Wow. Nee, so günstig wollte ich die nicht machen. Kommunikatoren. Machen wir mal hier auf 70. Und dann hoffe ich, dass die jetzt bald auch mal wieder bei uns einkaufen. So, Basaltgewinnung machen wir mal hier. Ich weiß ja nicht, obwohl... Nee, die kaufen ja eh noch nicht ein. Ach nee, ich habe die mal stillgelegt, weil sie nicht stillgelegt waren. So, wunderbar. Euch fehlt ja auch an nichts hier. Nahrung. Ich weiß nicht, wie viel Pasta-Gerichte die Guten hier verballern. Aber so viel habe ich noch nicht, sage ich mal so, ne? Wir haben jetzt wie viel Pasta-Gerichte? 2 Tonnen. Die sind ratzfatz weg, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. So, und hier 81 Tonnen davon. Glas haben wir so und so viel. Kalkstein ist noch nicht so der Wahnsinn. Das wird auch nicht mehr. Also muss ich mal schauen. Nee, wie gesagt, kein Kalkstein. Zumindest nicht so viel. Aber die Mine ist nicht leer, ne? Nee, gut. Gut, gut. Hier haben wir halt Kupferminen. Ich weiß nicht, wie viel Kupfer haben wir denn hier auf Lager. Kupfer 0. Und wir haben jede Menge Sand auf Lager. Können wir auch mal eins ausmachen. Hier, die sind alle Kupfer am Abbauen. Müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. Ich hatte ja gesagt, hier toll, die haben zwar mehr Minenplätze und alles, aber letztendlich... So viel toller ist das gar nicht. Aber gut. So ist das mal. Halt mal. Wir haben ja auch hier kein Schiff stehen, ne? Das soll ich schon mal sagen, wir laden mal die ganzen, das ganze Glas hier ab. Und dann laden wir noch das ganze Holz hier ab. Obwohl, das Holz können wir schon mal mitnehmen. Schicken das Ganze hier rüber. Und nächste Folge werden wir dann gucken, wie wir unsere Glasproduktion weiter anheizen können. Vielleicht werden wir das Ganze hier machen. Ich muss mal schauen. Oder hier unten, weil hier haben wir auch Kalk, meine ich.
Genau, hier haben wir ebenfalls Kalkstein vorkommen. Und wir schauen einfach mal, da ist schon das automatische Speichern. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.